Leute, ich bin super gespannt. Das hier ist von Tipsy Scoop. Das ist so ein Eisladen aus New York, den es zweimal gibt. Einmal in Manhattan und einmal in Williamsburg. Ich war in Williamsburg. Und die machen nur Eiscreme mit Alkohol drin. Das heißt, man muss auch immer seinen Ausweis zeigen. Und ich habe meinen auch natürlich auch zeigen muss, auch wenn man nur so kleine Löffelchen probiert natürlich. Es hat $12 gekostet und ich habe mich für diese Sonderedition, die Weihnachtsedition, entschieden. Santa's Cookies and Whiskey, weil das die einzige war, die irgendwie so aussah, als hätte sie zumindest ein paar Mix-Ins. Die meisten anderen sind ganz normale Basen ohne irgendwelche Mix-Ins. Es gibt nur noch eine andere, die so mini-kleine Mix-Ins hat, aber dies war nur so Nüsse oder so. Deswegen fand ich das nicht so spannend. Ihr wisst, ich brauche immer Mix-Ins im Eis. Ich habe halt allerdings gerade schon gesehen, als ich drauf geschaut habe, übrigens $12 hat das Pint gekostet, dass in den Zutaten die Cookies an letzter Stelle kommen. Und ich habe meine irgendwo gelesen zu haben, dass die unter 5% Eis in die 5% Alkohol in allen Eissorten haben. Das heißt, wir haben unter 5% von diesen Cookies. Das ist natürlich nicht besonders viel. Die anderen Zutaten seht ihr hier, es wird mit ganz, ganz viel Bindemitteln gearbeitet. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass das Alkohol den Gefrierpunkt senkt und es deswegen eben schwierig ist, Eis überhaupt zu frieren, was eine dezente Menge an Alkohol drin hat. Mal gucken. Ich finde die Sorte an sich aber spannend, weil Cookies mag ich natürlich im Eis sowieso und Whisky ist eine der wenigen Alkoholsorten, die ich auch mal so trinke, wenn es denn sein muss, aber an sich trinke ich keinen Alkohol. Könnt ihr manchmal schreiben, wie es bei euch so ist. Genau, und ich finde eigentlich auch die Packung ganz cool. Es ist mal was anderes, eine andere Form, nicht diese hohen Pints wie normalerweise. Fühlt sich übrigens auch schon sehr, sehr weich an. Also ich glaube, es taut nicht nur schnell an, sondern es ist einfach durch den Alkohol generell weich. Und ja, deswegen denke ich, mache ich es mal ganz mal auf. Mal schauen, wie das jetzt hier verschlossen ist. Okay, doch, das sieht aber ganz nice aus. Also ein bisschen wie gefrierbar sieht es hier oben aus. Ich weiß nicht, ob ihr es am Rand sehen könnt. Ganz leichte Eiskristalle sieht man da. Es ist echt kalt. Ich glaube, diese Becher isolieren schlechter als Pappbecher, tatsächlich. Das Plastik. Ja, ich würde sagen, ich probiere mal. Man sieht auf jeden Fall schon Cookies. Und man riecht den Whisky. Tatsache. Okay, also es ist super soft hier, wenn ihr das sehen könnt, was einfach daran liegt, dass so viele, dass Alkohol drin ist. Und man merkt auch so ein bisschen diese ganzen Gummis, die verwendet wurden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ein bisschen sticky. Aber anders kriegt man es wahrscheinlich wegen dem Alkohol nicht hin. Und die Stückchen sehen auch alle relativ klein aus. Also es scheint eher wirklich nur so kleine Krümelchen zu sein. Leider. Oh wow. Aber es schmeckt geil. Oh, entschuldigt diese Ausdrucksweise schon wieder. Nee, schmeckt wirklich gut. Lustig, weil es wiegt 380 Gramm nur Inhalt. Ungefähr. Boah, es ist lecker. Ich habe echt davon nicht viel erwartet von Tipsy Scoop. Weil diverse andere Kanäle das nicht so gut bewertet haben. Aber ich finde es voll lecker. Es könnte halt noch, ich müsste es richtig schockfrosten, dass die Konsistenz für mich nicht zu weich wäre. Aber, jetzt wünsche ich mir nur noch größere Cookies und dann ist perfekt. Nehmen wirklich Mini. Ich sehe, dass da unten so ein paar größere, oh, da kommt auch ein größerer. Tatsache. Ich habe nichts gesagt. Schaut mal hier. Der scheint sogar sehr groß zu sein. Oh, zwei sogar. Und Chocolate Chips. Mensch, vor allem das sieht auch aus eher aus wie so ein Cookie Dough. Ja, yeah, Tipsy Scoop, nailed it. Richtig geil. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie der Cookie Dough schmeckt. Ich kann den eigentlich mal ganz rausbuddeln, die sind echt riesig, diese Stückchen. Mal schauen, ob es Kekse oder eher Cookie Dough sind oder irgendwas dazwischen. Sind schon eher Kekse. Also sind sehr aufgeweicht, also keine crunchy Kekse. Schmecken nicht groß besonders, also sind okay. Zum Glück sind sie da. Doch, schmeckt gut. Ist gut mit dieser Whisky-Basis, ist auch nicht zu stark. Boah, hammergeil. Ich muss mehr Alkohol-Eis essen. Das ist meine Art, Alkohol zu trinken. Ich sag's euch. Sagt mal, ob das was für euch wäre. Also mit Amarena, irgendwas Kirsch-Amarena wäre auch geil, oder? Also mit Kirschwasser. Alles klar. Ja, also die Schokostückchen sind auch echt lecker, schön crispy. Ich muss mir ein zweites Pint holen. Schreibt mal eure Gedanken zu diesem Eis drunter. Und was ihr generell von Alkohol im Eis haltet. Aber ich find's echt... Alright, so I am honestly super excited about my first Tipsy Scoop ice cream pint. It doesn't look different to all the other pints I try usually because it comes in this clear tub. And also, what's also different about it is that it is liquor infused. That means it's alcoholic, and you have to show your ID when you buy it, obviously, and also when you just get samples inside of the store. I'm really excited, like I said, because
It's hard to make ice cream that has like a decent amount of alcohol in it, which also means like less than 5%, which is already a lot, because it increases the freezing point. That means the ice cream doesn't really freeze as easily as it does without the alcohol. This pint was $12 and I bought it at the Tipsy Scoop Shop in Williamsburg. There are two, one is in Manhattan, the other one is in Williamsburg. And it's a special holiday edition, and I got this because it's one of the only ones that does really come with mix-ins. The other ones are more like sorbets or just plain bases that have alcohol in them. But yeah, not really any kinds of mix-ins. It says made in New York, as you can read here, and this one is Santa's cookies and whiskey. And I don't really like alcohol at all, but whiskey is one of the alcoholic beverages I do like as a flavor and stuff, and I would also like have a shot of. And we should just have a look at the ingredients, because I'm really excited to see what it is made of. The first ingredient is milk, then sugar, then corn syrup, which is also sugar, then dry milk, not fat, then some emulsifiers, guar gum, which is a binding agent, locust bean gum as well, cellulose gum. Wow, lots of binding agents in here. Maybe that's the only way it stays kind of in a consistency, I don't know. Because it does feel kind of, yeah, you can press the pint, so it feels kind of soft already, and I've just taken it out. So they use a lot of gums here, you can see it. Carrageenan is also a gum. Then whiskey, then crushed chocolate chip cookies. So chocolate chip cookies are the last ingredient. That means you probably don't get a lot of them. I guess under 5%, because they claim that they don't have more than 5% of alcohol. I hope that's right, but that's what I remember reading. Yes, I did store my ice cream in the freezer afterwards. And what does it say here? Government warning. Okay, I guess they have to put that on. I won't read this now, but yeah. That's just the law to put it on the ice cream pint. Yeah, I think that's it so far. Let's just open it. Okay, I just opened it, and you can see a tiny bit of ice crystals there. I hope the consistency is not ruined, but it does look good. It's almost filled to the top, and I like the color. It does smell like whiskey, and you can already see some cookies. Yeah, no, it's creamy. It's definitely creamy. It's more, oh, I forgot to weigh it. I don't know how much this weighs, but I guess like 30 grams maybe, so I'm just gonna subtract 30 grams. 411, so this is like 380 maybe, just ice cream. That's pretty good, pretty dense. I wouldn't have expected that. So for a dense ice cream, this is pretty soft, which is obviously because of the alcohol. But it does look like the cookies are just really small crumbs. Okay, I just found cookies, and it does look more like some kind of cookie dough flavor. It doesn't really look like cookies. And I see chocolate chips. It gets even more exciting, because taste-wise, I really like it. I saw some other ice cream reviewers who didn't really like Tipsy Scoop, but this special one is really good. I might get a second one. Yeah, Tipsy Scoop nailed it. No, I am excited how the cookie dough, because I think it is dough, tastes. The pieces are really big, like, not disappointed. I hope they taste good. They are huge, actually. I can't even dig that one out. Really? Okay, I think I really gotta eat more alcohol-infused ice cream. This is good. This is really good. The cookies are not cookie dough, and they are not crunchy cookies. They are just, like, mushy, kind of, because they got soaked. But it's good. It's a good balance with just the soaked cookies and the whiskey. It's a good balance, yeah. I like that one. Wow. And the dark chocolate chunks are tasty too. They are crispy. Good ice cream. Recommendation. I think I might have to get a second pint before it's...